dafür, dass wir jetzt dem gruseligen Clown da oben einen Besuch abstatten. Aber vorher erst überall wieder Licht anmachen. Wir haben ja Zeit. Das ist ein Ritual, das Licht-Anmach-Ritual. Wer das nicht kennt, ja, der sollte es sich vielleicht bei Gelegenheit angewöhnen. Es hilft manchmal weiter. Das ist fast mein Lieblingszone. Gut, wir haben keine Schlüssel mehr, wir haben 10 Streichhölzer, wir haben 5 Batterien. Bin ich doch mal gespannt, da oben war ein Fernseher. Hauen wir uns doch mal hin und gucken Fernsehen, ne? Oh, hallo. Telefon. Ach, da kann ich gar nicht dran gehen, ist ja blöd. Bestimmt so eine. Jetzt aber! Erst klingeln sie an der Tür, dann lassen sie das Telefon klingeln. Kann ich da nicht dran gehen? Ich bin schon da. Das ist doch das hier, oder? Ich habe keine Zeit für Telefongespräche. Ach nee, das ist jetzt ein anderes. Okay. Ernsthaft? Ich renne jetzt durch das ganze Haus zum Telefon klingeln hinterher? Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Sauerei. Sauerei, Sauerei, Sauerei. Aber wir haben einen Schlüssel bekommen. Ich glaube, da muss ich hoch. Und das Zimmer, aber wir hatten hier unten auch noch eine Tür, die zu war. Ja. Wer wohl da mit uns telefonieren wollte? Ich weiß es nicht. Konnte ja nicht abwarten. Ich wollte gerade aufnehmen. Hat hier kein Licht dran gemacht? Hm, egal. Gucken wir hier mal. Der Schlüssel hier passt. Nope. Schloss nicht.
Sekunden laufen wir da hoch. Da waren ja noch mehrere Türen, die es zu erkunden galt. Meine Großeltern hatten so eine scheiß Standuhr. Was heißt scheiß? Die sind ja eigentlich voll toll. Rosa, musstest du nachts an der vorbei, wenn du aufs Klo wolltest? Und das ging gar nicht. Genau in dem Moment, wenn du vorbeigelaufen bist, angefangen hat zu dongen. Das war Horror. Verschlossen. Nur ein verschlossener Raum ist ein guter Raum. Ja, es ist, wie gesagt, ein sehr laufintensives Spiel. So, der Kollege hat sich meinen Rat zu Herzen genommen, hat sich einen Job gesucht. Finde ich vorbildlich. Da vorne ist ein Pferd von einem. Ein Pferd von einem Pony. Ein Pferd von einem Pony. Ne, wer es noch nicht kennt, das Pferd von einem Pony. Was ganz Tolles. Die Schneiderpuppe. Ach, halt, falscher Raum. Sicher? Das ist hier Abstellkammer. Ja, Gedächtnis wie ein Sieb und so. Hier unten war wirklich nichts. Jetzt muss ich ja nochmal gucken. Das gibt's doch nicht. Das ging hier durch. Da ist die Schneiderpuppe, aber hier war tatsächlich nichts. Tja. Was hat es eigentlich mit dem Licht auf dem Gartentisch auf sich? Ich muss heraus in den Garten. Ach so. Warum will der auch immer nachts raus? Echt, ey. Licht auf dem Gartentisch. Na, was hat's mit dem auf sich? Na, wer weiß es. Wer weiß es. Wer möge es jetzt in die Kommentare schreiben. Das heißt, es geht wieder mal nach draußen. Des Nachts. Na gut. Ich erwarte ja immer noch, dass mir irgendwann mal die Vogelscheuche entgegengelaufen kommt. Ein wohlerzogener Knabe, deswegen werde ich sie dann freundlich grüßen. Wie sieht es bei euch aus? Würdet ihr denn wildfremde Leute einfach so auf der Straße grüßen oder gehört es heutzutage nicht mehr zum guten Umgangston, dass man mal Hallo, guten Tag oder guten Abend oder so sagt. Also ich wurde ja noch erzogen, dass man jedem eine gewisse Freundlichkeit entgegenzubringen hat, egal ob die Person jetzt ein Arschloch ist oder nicht, weil man muss sich ja nicht auf dessen Niveau herunterlassen. Und das macht man, wenn man Gleiches mit Gleichem bekämpft. Ich finde, eine gewisse Grundfreundlichkeit
sollte sich jeder beibehalten. Ich glaube, einen guten Tag ist für niemanden oder verlangt niemanden so viel ab. Ach, da hinten ist das Licht. Ich möchte eigentlich da nicht hin. Obwohl, vielleicht feiern die eine Party für mich, aber ich muss an der Vogelscheuche vorbei. Und die kommt jetzt bestimmt gleich auf mich zugelaufen. Ja, wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas anderes, weil ich mich auf die Vogelscheuche konzentriere. Ja, was hat's denn mit dem Licht auf dem Gartentisch zu tun? Schön. Na dann. Da vorne ist noch eine Tür. Probieren wir doch mal den Schlüssel dort. Yeah, wir haben wieder zwei Schlüssel. Wuhu! Na gut. Eigentlich ist es ja so ein romantisches Fleckchen, würde dann eben nicht gleich die Vogelscheuche stehen. Thank you for traveling with Deutsche Bahn today. So, ich habe gerade einen Kommentar nebenbei gelesen. Ah ja. Tja. Laufen wir mal durchs Gestrüpp, damit wir schneller sind. Ich werde mir jetzt demnächst mal bei der guten Pandoria das bis zu diesem selbigen Tag, den ich jetzt dann gleich beende, hoffe ich doch mal, anschauen. Einfach um zu gucken, ob ich einfach nur zu blöd bin, da fehlt das Telefon. Die wollen nicht, dass mich jemand anruft. So, wir haben hier unten eine Tür. Und da sitzt... Ach, das war hier. Halt, das war... Hallo? Hier war doch der kaputte Fernseher. So. Oder? Geht immer noch nicht. Immer noch. Nur Schneeprogramm. Aber da pass. Hallo. Ist das das Klosett? Nö, die Besenkammer. Ah, da ist noch eine Tür. Oh, Essen, endlich! Wurde ja auch mal Zeit, ich hab Hunger. Ja, Schlüssel gibt's hier noch keine, aber wieder ein hübsches Brieflein. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Ja. Und ich mache hier jetzt dann mal wieder eine kleine Pause. Und